Moin, moin, ihr Lieben. Ich habe ein langes Wochenende vor mir und da man ja im Moment nicht viel anderes machen kann, wird es ein Wochenende voller Lesen und Videos drehen, Videos schneiden, Netflix gucken, ein bisschen Sport treiben, vielleicht ein bisschen spazieren gehen. Und ich dachte, da nehme ich euch doch einfach mal mit. Ich hatte eh wieder vor, mal ein Lesemarathon oder Lesewochenende-Vlog zu drehen. Und ja, hier ist er. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Ich weiß noch nicht, ob ich den irgendwie teilen werde. Es kommt darauf an, wie viel, ja, Updates ich mache, wie viel ich euch zeige, wie viel ich laber. Und das werdet ihr ja sehen, ob das eins, zwei oder drei Videos werden. Jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, welche Bücher ich gerade lese und höre, was also so der Plan ist. Und es kommt sicherlich noch vor, dass ich mich am Wochenende dann noch für ein weiteres Buch entscheide. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Und ja, das werdet ihr dann ja sehen. Das erste Buch, was ich gerade lese, das ist falsch rum, ist Odins Kind von Siri Patterson. Das ist unser nächstes All-You-Can-Read-Buchclub-Buch. Endlich wieder Fantasy. Ich habe in den letzten, ja, Monaten viel zu wenig High Fantasy gelesen, deswegen freue ich mich gerade sehr darauf. Wir hatten auch einen ganz tollen Einstieg in dieses Buch. Also wir haben jetzt die ersten 200 Seiten gelesen. Über den ersten Abschnitt haben wir uns auch schon ausgetauscht. Und ja, jetzt warten wir noch, bis alle fertig sind mit dem zweiten Abschnitt und dann wird sich auch darüber ausgetauscht. Es ist eine wunderbare High Fantasy Welt bisher, die ich jetzt so kennengelernt habe. Ich habe bisher auch noch keine norwegische High Fantasy gelesen und es hat totale Einschläge davon, weil man hat hier echt Wikinger-Feeling, auch so ein bisschen Game of Thrones-Feeling. Also wer sowas mag, kann ich das hier auf jeden Fall empfehlen. Hirka ist unsere Protagonistin. Sie wächst im Imsland auf. Das ist ein Reich, in dem alle Imlinge, so heißen die Wesen dort, Schwänze haben. Nur sie hat keinen Schwanz. Sie hat den, wie es ihr Vater ihr erzählt hat, bei einem Wolfsangriff verloren und hat auch Narben am Rücken. Jetzt kommt es bald dazu, dass es ein Ritual gibt. Wenn man 15 ist, ist das dort so, dass man so in die Gesellschaft eingeführt wird und den Schutz des Sehers bekommt und ja, dort so ein bisschen begutachtet wird. Genau was bei diesem Ritual passiert, das weiß ich noch nicht. Jedenfalls hat Hirka dort ein bisschen Angst vor, denn sie kann diese Magie nicht weben, die alle anderen weben können. Und ihr Vater, der an den Rollstuhl gefesselt ist mittlerweile und immer mit ihr von Ort zu Ort gereist ist und heilende Mittel verkauft, erzählt ihr irgendwie irgendwann auch, warum das so ist, dass sie diese Magie nicht weben kann. Und dann beginnt das Drama. Ja, ich finde, das, was ich von der Magie und was ich von der Welt bisher mitbekommen habe, bisher toll. Ich finde es toll, dass die Autorin es schafft, uns das Wissen über diese Welt erst nach und nach, ja, anzureichern und wir die erst nach und nach erleben und nicht von vornherein alles erstmal erklären in so einem ganzen Block, Erklärblock, sondern wir das einfach in der Welt miterleben. Das heißt, ich habe immer noch viele Fragezeichen im Kopf, aber bin ziemlich sicher, dass die Autorin das so gewollt hat, dass man das erst nach und nach miterlebt. Und das macht irgendwie auch das, ja, diesen Sog aus, weil ich einfach neugierig bin und wissen möchte, wie es weitergeht. Raben haben hier eine große Bedeutung und sind so ähnlich wie bei Game of Thrones halt auch Boten von Nachrichten, gelten allerdings eher als Glücksbringer und nicht als Boten von schlechten Nachrichten. Ja. Da werde ich jetzt also erstmal nicht weiterlesen, weil ich ja jetzt den nächsten Abschnitt, also den neuen Abschnitt bereits beendet habe und jetzt erstmal warte, bis alle fertig sind und wir uns austauschen und dann kommen die nächsten 100 Seiten dran. Dann werde ich jetzt weiterlesen in 635 Tage im Eis von Alfred Lansing. Ja, wieder ein eisiges Abenteuer. Ich wollte es nochmal wagen. Auch wenn so jetzt das Eis und Schnee jetzt so langsam wegtaut hier und das Wochenende wahrscheinlich eher sehr frühlingshaft werden soll. Aber ich habe jetzt auch nur noch so 70 Seiten und möchte jetzt auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Basiert ja auf einer wahren Begebenheit, beziehungsweise ist auch ein Sachbuch. Das Buch ist tatsächlich aus den 60er Jahren. Dort ist es bereits erschienen.
Und ja, das Drama, was hier beschrieben wird, ist 1915, 1916 passiert bei einer Südpol-Expedition, wo Shackleton der Leiter war. Ernest Shackleton, der schon mehrere Expeditionen an den Südpol gemacht hat, ja, diese Expedition wollte oder das Ziel dieser Expedition war es, die Antarktis zu durchqueren. Also nicht nur zu den Südpol zu kommen, sondern die ganze Antarktis einmal zu durchqueren. So weit kommen sie aber gar nicht, denn sie stecken mit ihrem Schiff im ewigen Eis fest und kommen nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und ja, das Eis hat so viel Druck auf das Schiff, dass sie irgendwann auch das Schiff verlassen müssen und das Schiff unter dem Druck des Eises zerbricht. Das ist schon wirklich sehr, sehr krass beschrieben und wieder eine sehr, sehr, ja, extreme Situation, die diese Menschen hier durchleben müssen und die ganzen verschiedenen Charaktere kennenzulernen und wie die darauf reagieren. Ja, das ist schon ganz schön krass und ich will jetzt auch wirklich wissen, wie es weitergeht. Ich weiß zwar ungefähr, was passiert, weil ich dort schon eine Dokumentation zu gesehen habe, aber es ist natürlich noch viel detaillierter und detailgetreuer, was hier alles passiert ist. Ja, und als drittes möchte ich euch noch das Hörbuch zeigen, was ich gerade höre. Und zwar ist das das Dschungelbuch von Rudyard Kipling oder beziehungsweise die Dschungelbücher 1 und 2. Allerdings ist das Hörbuch nicht ganz vollständig, obwohl da steht, dass es nicht gekürzt ist, aber beim Dschungelbuch ist es eh sehr, sehr schwierig, eine Ausgabe selbst in schriftlicher Form zu bekommen, wo wirklich alles mit dabei ist, weil viele wissen halt auch nicht, dass es Dschungelbuch 1 und 2 gibt und dass das Dschungelbuch im Grunde oder die Dschungelbücher im Grunde eine Kurzgeschichtensammlung ist über die verschiedensten Tiere und Mowgli unter anderem eben auch in dem Dschungel. Und deswegen ist es halt auch ganz anders als der Disney-Film, den ich liebe. Es ist einer meiner liebsten Disney-Filme. Und deswegen wollte ich auch unbedingt das Original lesen. Ich wusste aber schon vorher, dass das ein bisschen anders sein wird. Ich habe jetzt die erste Kurzgeschichte schon gelesen, Quatsch, gehört. Und ich finde auch, dass der Sprecher, leider habe ich mir jetzt nicht noch mal kurz vorher angeschaut, wer der Sprecher ist. Werde ich euch vielleicht im Laufe des Videos noch mal sagen. Ansonsten denn im Lesemonat. Der macht das wirklich toll, weil der kann die. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ob das einfach so gemacht ist oder ob das noch irgendwie technisch überarbeitet wurde. Jedenfalls kann er die Tiergeräusche so unglaublich gut nachmachen, ohne dass es irgendwie albern wirkt. Ja. Aber es ist halt doch sehr, sehr anders als das Dschungelbuch. Und wenn man das so liebt und wenn man die Figuren so kennt und liebt und die dann auf einmal ganz anders sind, ist das schon ein bisschen komisch, wo man so denkt, nee, so geht das doch nicht, so ist das doch nicht. Aber ich will mich da ja drauf einlassen und ich will ja auch das Original kennen und deswegen werde ich, also zum größten Teil werde ich es hören und die Geschichten, die eben nicht im Hörbuch sind, werde ich dann lesen. Und ich finde auch, dass ja, diese Ausgabe wirklich sehr, sehr schön. Bin froh, dass ich sie gefunden habe. Diese Ausgabe, die halt wirklich vollständig ist und auch noch neu übersetzt ist und auch in einem schönen Kleid daherkommt. Ja, das war erstmal meine Einleitung. Ich werde jetzt, also ich wollte mal gucken, ob ich das Buch jetzt hier noch beendet kriege. Jetzt in der Nacht oder an dem Abend. Ich will aber auch noch ein bisschen YouTube schauen oder ein bisschen Serien gucken. Da weiß ich aber noch nicht genau was. Ja, in der Lockdown-Zeit müsste man eigentlich mal eine Liste machen, wovon Serien, die ich weggeschaut habe. Also es ist schon ziemlich krass. Trotzdem habe ich noch eine sehr, sehr lange Watchlist. Und da sich zu entscheiden, ist gar nicht so einfach. Kommt noch hinzu, dass es auch noch tolle Filme gibt und Dokumentation. Ja, also Qual der Wahl und bis ich mich entschieden habe, ist es wahrscheinlich eh Schlafenszeit. Aber mal gucken. Ich bleibe ja immer noch ganz gerne länger wach und deswegen kann es sein, dass ich ja, das Buch vielleicht noch beende, ansonsten dann eben morgen. Und dann gebe ich euch einfach ein Update. Sobald es sich wieder lohnt oder irgendwas Interessantes passiert. Ja, bis später.
Guten Morgen, es ist Samstag, 8 Uhr. Ich habe gestern noch ein bisschen gelesen und heute früh. Und ja, das Buch ist aber noch nicht durch. Bin dann doch eher bei Netflix und bei YouTube hängen geblieben. Ja, und jetzt geht's zum Sport, zum Lauftreffpunkt. Und ja, das schöne Wetter ein bisschen auskosten. Das Wochenende soll ja total schön werden. Ja, und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Ich melde mich dann später. Bis dann! Hallo, ich melde mich auch mal wieder. Mittlerweile ist es schon kurz nach 12 in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nachdem ich heute ja euch abgedatet habe, dass ich ja relativ sportlich war, war ich den Rest des Tages aber sehr, sehr faul und habe sehr viel Netflix und YouTube geschaut, habe aber mittlerweile auch dieses Buch jetzt beendet, 635 Tage im Eis, die Shackleton-Expedition. Ich habe mich allerdings sehr verschätzt bzw. verrechnet, denn ich hatte nicht wie angekündigt nur noch 60-70 Seiten vor mir, sondern das Doppelte, also auf jeden Fall so um die 120 Seiten. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen länger gedauert, aber ich war ja wie eigentlich über die ganze Lektüre hinweg wieder sehr gefesselt und wow, schockiert darüber, was die Männer alles durchstehen mussten, aber umso faszinierter von ihrem Optimismus, den sie immer wieder aufgebracht haben, um das Ganze zu überstehen. Und ja, bin wahnsinnig begeistert davon, was ein Mensch so aushalten kann. Und das Ende war jetzt ziemlich schnell abgehandelt dafür, dass es sonst die ganze Zeit sehr detailliert beschrieben worden ist. Jede Gefahr und jedes Hindernis, das sie irgendwie überwältigen mussten, wurde wirklich sehr detailliert beschrieben, mit Tagebucheinträgen noch untermauert. Und jetzt so zum Schluss ging das ein bisschen holte die Polter, aber ansonsten wirklich sehr beeindruckend. Und das wird mir auf jeden Fall noch längere Zeit im Gedächtnis bleiben. Ich habe mir jetzt aber noch ein bisschen was vorgenommen. Und zwar habe ich zwei Dokumentationen auf YouTube entdeckt, die auch die Shackleton-Expedition beleuchten. Ich weiß, dass ich bereits eine Dokumentation gesehen habe vor einiger Zeit. Weiß nicht, vor 1-2 Jahren. Weiß nicht mehr genau, welche das war. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall vor, jetzt im Anschluss dieser Lektüre diese Dokumentation noch zu gucken, jetzt gleich im Anschluss. Und ja, ich werde mir dann eine davon aussuchen. Ich denke mal einfach die längere, weil einfach das nochmal zu sehen, weil da ja auch viele Bilder gemacht worden sind und um das nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen, weil einiges von dieser Landschaft kann man sich, wenn man nie da gewesen ist, gar nicht richtig vorstellen. Deswegen, das möchte ich jetzt noch machen. Und ja, weil ich ja morgen sonst nichts vorhabe, kann ich auch die Nacht zum Tage machen, wie ich das gerne mache. Vielleicht mache ich mir gleich auch noch einen Tee und ja, dann werde ich mir das gemütlich machen mit dieser Dokumentation und danach dann mal schauen, ob ich noch ein bisschen YouTube schaue oder ja, wie müde ich denn bin. Im Moment bin ich noch relativ wach, aber das kann sich ja schnell ändern. Ja, und dann schaue ich mal, wann ich mich wieder mit einem neuen Update melde. Bis später. Guten Morgen, es ist kurz vor 11 am Sonntag und wie ihr sehen könnt, sitze ich vor meinem Drehplatz. Das bedeutet, ich werde jetzt gleich ein Video drehen und ein Videoschnipsel für eine Videokooperation mit anderen Booktubern. Da dürft ihr gespannt drauf sein. Ich habe jetzt heute früh nicht weitergelesen, dafür habe ich aber ein bisschen organisiert,
geplottet für meine nächste Videoreihe, die ich jetzt heute abdrehen möchte, beziehungsweise den ersten Teil abdrehen möchte. Es wird eine Videoreihe werden mit drei Teilen. Und da habe ich jetzt heute Morgen, während ich noch im Bett war und ein paar YouTube-Videos geschaut habe, halt ein bisschen organisiert und ein bisschen aufgeschrieben, welche Bücher ich in welchen Videos vorstellen möchte. Ja, und dann soll heute der erste Teil gedreht werden, geschnitten werden und auch schon online gehen. Wird dann wahrscheinlich heute Abend kommen. Und ja, heute sind ja auch wieder ganz, ganz tolle Videos schon online gekommen. Das ist ja immer so der Fall. Am Samstag und Sonntag kommen die meisten tollen Videos so bei BookTube heraus. Und da musste ich natürlich auch ein bisschen aufholen. Aber jetzt möchte ich halt auch selber ein bisschen kreativ und produktiv sein. Und ja, das so als kleines Update. Danach werde ich mal schauen, welches Buch ich als nächstes weiterlesen möchte, weil Odins Kind warte ich ja noch darauf, dass wir den zweiten Abschnitt besprechen, bevor ich den dritten anfange. Und ja, das heißt, weil ich ja jetzt gestern das Buch beendet habe, das eisige Abenteuer, muss ich mir natürlich was Neues aussuchen. Und ich habe da schon ein Buch im Sinn. Das werde ich euch dann nachher zeigen. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, nun muss ich aber mal hier loslegen. Und wir sehen uns später wieder. Hallo, es ist mittlerweile Sonntagabend. Das Video ist geschnitten und hochgeladen und ich bin mal wieder im Chill-Modus. Ich habe mir jetzt einen Tee gemacht. Diesmal ist es Pfefferminztee und wollte noch ein paar YouTube-Videos gucken, so eins, zwei. Dann will ich mich aber wieder dem Lesen widmen und ich möchte gerne ein neues Buch anfangen und das wollte ich euch jetzt einmal zeigen, welches das ist. Und zwar ist das vor zwei, drei Tagen endlich bei mir eingetrudelt. Ich hatte das als Rezensionsexemplar vorbestellt beim Verlag und ich war da ganz heiß drauf und habe dann schon gesehen, dass es bei anderen Bloggern und Vloggern schon eingetroffen ist und bei mir kam und kam das nicht an. Ich habe immer vor die Tür geguckt auf meine Fußmatte, ob der Postbote, die Postbotin das vielleicht da schon hingelegt hat, war aber nicht. Und dann habe ich ja den Verlag mal vorsichtig angeschrieben und gefragt, ob das Buch vielleicht, ja, weiß ich nicht, später abgeschickt wurde oder so. Und dann war das wohl der Fall, dass ich tatsächlich übersehen wurde. Aber es wurde mir schnell nachgesandt und somit ist es auch ziemlich schnell dann eingetroffen bei mir. Ich habe euch das Buch auch schon in den Neuerscheinungen für das erste Halbjahr 2021 vorgestellt. Und zwar ist das dieses wunderschöne Schätzchen hier, Die stillen Gefährten von Laura Purcell. Das ist eine viktorianische Geistergeschichte, wie es hier auch im Untertitel heißt. Und ich finde, es ist einfach ein Hingucker. Und ich bin ja total schockverliebt in dieses Buch, alleine schon vom Cover, aber auch natürlich vom Klappentext. Das hat mich sofort angesprochen. Das ist total mein Beuteschema. Und es kam total liebevoll verpackt hier an, mit kleinen Goodies noch und Süßigkeiten und Blumen. Und also ich zeige euch das dann vielleicht im Lesemonat oder in den Neuerscheinungen nochmal, was da hier alles angekommen ist. Also es war wirklich total schön. Aber wo ich mich am meisten verliebt habe in dieses Buch, ist dieser unglaublich coole Buchschnitt in Metallic Gold. Also goldschimmernd, das ist schon ziemlich cool. Und auch finde ich, diese Lederoptik, die bei Festa so normal ist, passt zu diesem Buch erst recht. Also richtig cool. So, ich muss das Buch jetzt mal eben ablegen, weil es ein bisschen schwer wird, das hier so zu halten in dem Winkel. Ja, und zwar, es geht um eine junge Frau, die sich gerade verheiratet hat und der Mann ist sehr reich und hat ein großes Anwesen und sie soll nun dorthin ziehen. Allerdings, bevor das alles soweit ist, ist sie bereits schon verwitwet und schwanger. Sie zieht aber trotzdem auf das Anwesen ihres verstorbenen Mannes und dort ist nur die seltsame Cousine ihres Mannes vor Ort. Ansonsten kennt sie dort niemanden. Und es scheint auch ein sehr seltsamer Ort zu sein. Und es gibt einen verschlossenen Raum, aber sie möchte natürlich unbedingt dort hinein, weil sie neugierig ist. Und was sie dort entdeckt, ist sehr, sehr unheimlich und seltsam. Zum einen entdeckt sie dort ein Tagebuch und eine Holzpuppe. Ja, und ich denke mal, das ist der stille Gefährte oder das ist einer der stillen Gefährten, die im Titel erwähnt sind. Zum einen klingt das für mich sehr nach Rebecca, also
eben so klassische Geister- und Gruselgeschichten, Schauergeschichten, spielt im 19. Jahrhundert und ich freue mich da schon sehr drauf. Es sieht relativ dick aus, ist es aber gar nicht. Ich glaube, es hat 450 oder Seiten, noch nicht mal 500 Seiten, glaube ich. Es ist auch relativ groß geschrieben, habe ich gesehen. Aber ja, da möchte ich jetzt gleich reinlesen und ich werde euch dann ein kleines Update geben, wie ich die ersten Kapitel fand, die ersten Seiten. Ja, und dann werden wir mal schauen, wie viel ich da denn schaffe und wie es mir gefällt. So, ich habe jetzt die ersten Seiten in Die stillen Gefährten gelesen und der Einstieg hat mir schon echt gut gefallen. Im Prolog haben wir unsere Protagonistin getroffen, allerdings schon nach dem Geschehen. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber sie ist völlig traumatisiert. Sie hat seit dem Geschehen nicht mehr gesprochen und sie wird verdächtigt, eine Mörderin zu sein. Im Moment ist sie noch in einem Krankenhaus, in einer Anstalt und man versucht, sie zu behandeln. Es kommt jetzt ein neuer Arzt hinzu, ein sehr junger Arzt, der sehr einfühlsam mit ihr umgeht und sie nicht so behandelt wie die anderen. Und er versucht, sie zum Schreiben zu bringen. Also er gibt ihr Zettel und Stift und einen Schreibtisch in ihr Zimmer, dass sie ihre Version der Dinge aufschreibt. Und eigentlich ist sie davon gar nicht so angetan, denn sie weiß, niemand wird ihr glauben, was passiert ist, auch wenn sie weiß, dass sie unschuldig ist in dieser Hinsicht. Und sie geht ja ihre Möglichkeiten durch. Entweder sie wird beschuldigt und schuldig gesprochen, das heißt der Galgen für sie, oder sie wird aus irgendwelchen Gründen freigesprochen, das heißt aber, sie ist auf freiem Fuße und hat kein Dach über dem Kopf und im Moment fühlt sie sich eigentlich sehr sicher in den vier Wänden und möchte eigentlich gerne irgendwo am liebsten eingesperrt sein, weil sie immer noch Angst vor dem hat, was ihr zugestoßen ist. Und somit bleibt ihr eigentlich nur noch die Wahrheit zu erzählen. Und die Wahrheit in ihrem Sinne ist so verrückt, dass man sie einweisen muss danach. Und das ist sozusagen jetzt ihr Plan. Der Arzt will natürlich damit erreichen, dass sie sich erinnert und dass sie heilen kann und dass er sie verstehen kann und überhaupt mit ihr kommunizieren kann, weil bisher hat sie nichts gesagt, obwohl sie es körperlich schon könnte. Also es hat tatsächlich geistige Gründe, psychische Gründe, warum sie es nicht tut. Und sie führt sich halt manchmal wirklich auf wie eine Verrückte. Ja, wir befinden uns in ihrem Kopf und jetzt geht's halt eben los, dass sie erzählt, wie das Ganze angefangen hat. Und ich bin natürlich gespannt, wie es dazu kommt und ob das jetzt nur so eine Rahmenhandlung war mit dem Prolog oder ob wir uns immer wieder ja, in dieses Krankenhaus zurückbewegen und wir immer wieder Gespräche mit dem neuen Arzt und unserer Protagonistin mitbekommen oder ob wir die erst wieder ganz am Ende der Geschichte erleben und jetzt erstmal ja, die Geschichte lesen, die sie jetzt quasi aufschreibt. Und sowas mag ich immer ganz gerne, so eine Geschichte in der Geschichte, so verschiedene Rahmenhandlungen. Ja, also schon mal schön, das mitzukriegen und man merkt auf jeden Fall, dass sie Angst hat und dass sie sich eigentlich überhaupt nicht erinnern möchte und sie möchte sich eigentlich nur betäuben lassen von diesen Medikamenten und eigentlich hinter ihrer Stille, also dass sie nichts sagt, sich einfach verstecken und das alles vergessen. Aber ja, ihr bleibt jetzt nichts anderes übrig. Sie wird schreiben und muss das jetzt alles nochmal durchleben, was für schreckliche Dinge ihr widerfahren sind. Das war's dann auch für heute. Ich werde jetzt nur noch ein bisschen Podcast hören. Sonntags kommt ja immer die neue Folge von Hagrids Hütte raus, dem Harry Potter Podcast. Und da freue ich mich jetzt noch ein bisschen drauf, das zu hören. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder.
Moin, es ist mittlerweile Dienstagvormittag 10:30. Das heißt, ich habe mich gestern am Montag gar nicht mehr gemeldet. Aber tagsüber ist eh nichts mehr buchtechnisch passiert. Aber ich habe gestern Abend noch ein bisschen weitergelesen in Stille Gefährten. Nicht viel, aber ein bisschen so, dass ich jedenfalls erfahren konnte, dass es tatsächlich hin und her wechselt zwischen der Rahmenhandlung und der Erzählung, die unsere Protagonistin uns jetzt berichten möchte, was damals geschehen ist in diesem Herrenhaus. Und mir gefällt das echt schon gut, vor allem weil unsere Protagonistin spannend ist. Die ist nicht so der Sympathieträger, aber auch nicht völlig ätzend. Mal gucken, wie sie sich jetzt noch so weiterentwickelt. Sie ist jetzt gerade in dem Herrenhaus angekommen, also von ihrem Ehemann, der mittlerweile gestorben ist, ein sehr heruntergekommenes Anwesen, wo sie sehr pikiert ist, dass sie da jetzt nun unterkommen muss, ja, außerhalb von London. Und die Gründe erfahren wir jetzt so nach und nach. Die Atmosphäre finde ich schon mal auf jeden Fall spannend und einige Charaktere, andere Charaktere haben wir auch schon kennengelernt. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, und des Weiteren haben wir uns gestern Abend zum zweiten Abschnitt von Odins Kind ausgetauscht. Das heißt, dass ich ab heute auch wieder weiterlesen kann in Odins Kind. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wir haben gemerkt, dass 100 Seiten, also wir tauschen uns immer um die, ja, über 100 Seiten aus. Und das ist schon ganz schön happig bei dem Buch, weil da extrem viel passiert und viel Fragezeichen im Kopf sind, wo man dann so ein bisschen theoretisieren kann und überlegen kann, was das alles bedeutet. Einigen von uns gefällt das gerade gut, dass wir ja erst nach und nach in die Geschichte einsteigen und uns das so ein bisschen selbst erarbeiten müssen und dass das uns nicht einfach so aufgetischt wird. Und andere finden das ein bisschen nervig. Also ich bin von der ersten Sparte sozusagen. Ich mag das gerade gerne, dass wir nicht am Anfang irgendwie so einen Erzählklotz haben, wo uns alles berichtet wird, wie die Welt aussieht und so weiter, sondern dass wir es erst nach und nach erfahren und mit Neugierde irgendwie bei der Stange gehalten werden. Also eine sehr, sehr tolle nordische Welt und ich bin gespannt, was da noch alles passiert und habe auch diese Fragezeichen im Kopf und hoffe, dass wir ein paar Dinge geklärt bekommen, aber ich denke, vielleicht auch andere erst in den nächsten Bänden erklärt bekommen. Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mich mit den Mädels auszutauschen. Da ist ja immer ziemlich viel abzuhören bei sechs verschiedenen Meinungen. Und ich kann mich ja eh immer schlecht kurz fassen. Und gerade bei 100 Seiten war das jetzt schon echt eine Herausforderung, da kurz und knackig auf den Punkt zu kommen. Ja, aber das heißt, dass ich mich ab heute dann wieder entscheiden muss, ob ich Odins Kind oder die Stille Gefährten weiterlesen möchte. Das wird dann immer schwierig, besonders ja, wenn ich mehrere Bücher zur Zeit lese, dann muss ich irgendwie eine Struktur reinbringen. Weil sonst lese ich irgendwie gar nicht weiter, weil ich mich nicht entscheiden kann. Gerade wenn mir beide gut gefallen und gucke dann Serien. Aber mal gucken, ob ich vielleicht das zeitlich aufteile oder jetzt erstmal Odins Kind an erste Stelle stelle, dass ich da erstmal den nächsten Abschnitt wieder beende und dann erst mit Stille Gefährten weitermache. Das überlege ich mir jetzt noch. Und ihr könnt sehen, dass ich wieder vorm Bücherregal sitze. Das bedeutet, ich mache jetzt wieder eine Drehsession. Ich habe gedacht, wenn ich schon ein langes Wochenende frei habe, dann kann ich auch gleich zweimal mich vor die Kamera setzen. Vor allem, weil ich auch nicht so viel geschafft habe vorgestern, wie ich eigentlich wollte. Das heißt, heute werde ich dann den Videoschnipsel drehen für die Booktuber-Kooperation. Und ein weiteres Video, mal gucken. Bei mir kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie die Videodrehlust sich entwickelt, weil ich manchmal ein bisschen ja, besonders pingelig bin oder das ein bisschen auf die Goldwaage lege, wie ich gerade was gesagt habe. Und dann drücke ich nochmal auf Aufnahme und beginne nochmal eine Aufnahme, weil ich dann doch nicht so oft dann schneiden möchte, was ich letztendlich dann doch machen muss. Aber ja. Kommt manchmal ein bisschen drauf an, wie man gerade so drauf ist. Und es soll ja auch Spaß machen, ne? Und deswegen höre ich immer auf, sobald ich irgendwie keine Lust mehr habe. Und so soll das ja auch sein. Aber jetzt bin ich motiviert und möchte mich jetzt erstmal kreativ austoben vor der Kamera. Und dann ja, schauen wir mal, wie der Tag weitergeht. Ich muss auf jeden Fall noch zur Backstation, also vielleicht noch raus. Im Moment ist es tatsächlich grau draußen und gar nicht so sonnig wie die letzten Tage. Naja, hat man immerhin kein schlechtes Gewissen, dass man nicht rausgeht.
Und ja, werde ich mal schauen, wie ich meinen letzten freien Tag noch so verbringen werde. Aber großartig habe ich, wie gesagt, nichts vor. Und dann ja, sehen wir uns später wieder. Hello again! Bei mir ist Post eingetroffen, beziehungsweise ich musste mir die Post selbst holen, denn DPD hat es nicht für nötig gehalten, bei mir zu klingeln. Obwohl ich den ganzen Tag zu Hause war, wurde mir gesagt, dass ja, man mich zu Hause nicht angetroffen hat und somit musste ich zum Paketshop und das Paket selbst abholen. Immerhin hatte ich dann ein kleines bisschen Auslauf. War dann auch okay, aber ich finde dann, ja, weiß nicht, ich finde es dann immer blöd, wenn das erst angekündigt wird, dass es zwischen der und der Uhrzeit ankommt und dann auf einmal bekommt man eine Nachricht, dass es nun doch nicht eins zu eins nach Hause kommt, weil man ja angeblich nicht da war. Finde ich dann zum Teil doch ein bisschen frech. Dann sollen sie es lieber von vornherein an den Paketshop schicken, wenn sie das wegen Corona machen oder so. Ja. Ich habe Post vom Verlag Edition Roter Drache bekommen. Und zwar ist das ein kleinerer Fantastikverlag. Und ich finde es immer toll, auch kleinere, unbekanntere Fantastikverlage zu unterstützen, weil ja, irgendwie die großen ja, haben Unterstützung genug sozusagen. Und ich finde, es ist ja immer ja, eine Suche wert nach einem besonderen, interessanten Buch, das nicht so Mainstream ist. Versteht mich nicht falsch. Also Heine ist für mich auch so zum Beispiel so ein Verlag, da könnte ich mich auch dumm und dämlich kaufen und das ist ein ganz großer Verlag. Trotzdem, ja, kaufe und bestelle ich da sehr, sehr gerne etwas von. Aber ich finde eine gute Mischung immer schön und ich habe jetzt beim Edition Roter Drache Verlag mal ein bisschen geguckt, was bei den Neuerscheinungen so dabei war und da habe ich zwei Sachen entdeckt und habe da gleich mal angefragt, ob ich das vielleicht als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen könnte. Und ja, da ist das Paket schon bei mir. Das ging total schnell und ich habe sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, beide Bücher jetzt hier drin zugeschickt bekommen. Und ich freue mich wahnsinnig, euch das zu zeigen. Das eine ist etwas wirklich sehr Besonderes und ist eigentlich auch eher eine, ja, eine Neuauflage. Das Buch gibt es schon ein bisschen länger und dann war es vergriffen, glaube ich, und wurde jetzt neu aufgelegt. Und daher, also das war schon länger auf meiner Wunschliste. Und das andere ist eine Neuerscheinung, die jetzt gerade erst erschienen ist. Und da bin ich so ein bisschen rumgeschlichen und wusste nicht so richtig, ist das was für mich oder ist das nicht? Und letztendlich habe ich mich dann entschieden, das ist etwas für mich, weil ich immer wieder auf diese Seite gegangen bin und immer wieder dieses Buch angeschaut habe, dachte ich, ja komm, also wenn es dich so nicht loslässt, dann willst du es doch irgendwie haben und versuchen. Ja, und jetzt werde ich das Paket einmal aufmachen und euch zeigen, was da drin ist. Ah, wunderbar, an ein Stück. Manchmal klappt es nicht. So, ich lege das hier mal ab. Oh, wie schön, oh, wie schön. Und zwar ziehe ich mal erstmal das besondere Buch raus. Das ist so eine Mischung aus ja, Geschichten und aber auch illustriertes Bilderbuch. Und zwar ist das dieses Büchlein hier, das Koboldikum von Christian von Aster und Holger Much. Ich packe das mal eben aus, damit ihr das noch besser sehen könnt, weil das sonst so spiegelt. Ich hatte das unter anderem auch auf Florians Kanal gesehen, auf Creepy Creatures Reviews, der hat das vorgestellt. Und da war es mir sofort ins Auge gesprungen und ist auch auf meine Wunschliste gelandet. Und ja, jetzt wo das neu, ja, die Neuauflage sozusagen erschienen ist, ach, es sieht auch so wunderschön aus. Schaut mal, alleine diese Farbe, dieses Moosgrün und dann diese kleinen Details, diese Blätter, ja, schon ziemlich cool. Ich lese euch einmal hinten den Klappentext vor. Dieses Buch erzählt beinahe vergessene Geschichten von Gnomen, Bolden und Zwergen, wie sie seit ewigen Zeiten in den Wäldern und Bergen am Rande unserer Wirklichkeit leben. Märchen und Legenden von Koboldfürsten, kleinwüchsigen Zauberern und unvorstellbaren Schätzen, von uralten Gesetzen und der schmalen Grenze zwischen unserer Welt und der des kleinen Volkes. Niedergeschrieben von einem Träger der großkoboldischen Ehrenplakette und illustriert von einem Mann, der die Hälfte seines Lebens in einem Feenkreis verschollen war, eröffnet dieses Buch einen kleinen Einblick in die Wunder der Anderswelt. Willkommen im Koboldikum. Ja, und das Buch ist sogar inklusive Hörbuch.
weiß nicht, ob das da einen Download gibt. Oh nee, oh, das ist ja cool. Tatsache gibt es eine CD. Muss ich mal schauen, wo ich das abspiele, weil ich habe gar keinen CD-Player mehr. Oder ich überspiele es auf meinen PC, dass ich es dann auch als Datei bei mir habe und ja, dass ich es dann vielleicht so hören kann. Ja, ich freue mich sehr darüber. Es ist wunderschön aufgemacht, alleine auch schon wieder dieses Vorsatzpapier. Überall sind die Augen geschlossen, hier bei den Gesichtern nur eines hat das eine Auge offen. Und ich finde, das klingt so aberwitzig und gleich so verzaubert. Es sind 8 Geschichten enthalten und ich habe auch gesehen, da sind auch einige Gedichte dabei und Verse in Reimform. Es gibt sogar ein Lesebändchen, also wirklich sehr, sehr schön. Neuwertig kostet das Buch 16,95 € und ich finde, für die Aufmachung hätte ich das auf jeden Fall auch bezahlt. In diesem Fall musste ich es ja nicht bezahlen. Also vielen lieben Dank an Edition Roter Drache für diese coole Ausgabe. Ich finde das Format auch total schön. Zum einen großformatig genug, dass man schöne Bilder abbilden kann und zum anderen nicht zu groß, dass es irgendwie unhandlich wird und das passt doch irgendwie auch zu Kobolden und Co. Die sind ja auch nicht so riesig. Dann liegt hier noch ein Magazin bei, ein Büchermagazin. Schöne Bücher, Lesetipps aus unabhängigen Verlagen. Finde ich auch richtig toll. Passt dazu zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich gerne mal auch andere Verlage unterstützen möchte. Das ist jetzt nicht nur Edition Roter Drache, sondern auch ganz viele andere. Da werde ich auf jeden Fall mal durchblättern und schauen, ob da auch irgendwas für mich dabei ist. Ah ja, und dann habe ich hier noch ein Magazin von den Neuerscheinungen aus dem Edition Roter Drache Verlag. Und zwar sieht das so aus: Vorschau und Auszug aus der Backlist, Frühjahr 2021. Ich meine, ich habe mich da schon durchgeblättert durch das Programm, aber es ist ja noch mal was ganz anderes, wenn man das so haptisch in der Hand hat und mal was ankreuzen kann. Und das ein bisschen dichter vor Augen hat und schöner aufbereitet. Deswegen werde ich auch da gerne mal reinstöbern. Ja, und von dem Cover des Katalogs habt ihr jetzt auch schon die Neuerscheinung gesehen, die jetzt bei mir eingetrudelt ist. Und zwar dieses hübsche Buch ist das. Theresa Hanik, König und Meister. Das ist ein Mystery-Thriller. Und ich finde das Cover hammergenial. Auch wieder dieser Kontrast. Ein Skelett, was ein Haus in der Hand hält und hier hinten die Sonne oder was es auch immer sein soll. Hier oben sieht es so aus, als wäre ja ein Auto da durchgefahren und hier sind irgendwie Reifenspuren. Und es ist auch haptisch total interessant, so papierartig. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, wenn ich da so rüberstreiche. Optisch sehr, sehr schön und das kostet neu 15 €. Und ich finde, für eine gebundene Ausgabe ist das auf jeden Fall schön. Und wir gucken jetzt auch, wie es da drunter aussieht. Oh. Und da drunter sieht es tatsächlich genauso aus wie mit dem Umschlag. Zum Lesen nehme ich den Umschlag ja immer ab. Ja. Also auch total schön. Und auch hier muss ich euch natürlich den Klappentext vorlesen. Ada König will herausfinden, was diese wichtige Sache ist, die ihr Vater ihr erzählen wollte, kurz bevor er das Lenkrad herumriss und die Welt ins Chaos stürzte. Was hat es mit dem verbrannten Mann auf sich, der Ada seit dem Autounfall verfolgt? Und wieso träumt sie von Else, der alten Frau aus dem Dorf, die sich an nichts erinnert und doch nie vergisst, die Walnüsse aufzusammeln, die der Meister im Garten des Königs fallen lässt? Ja, ich finde, das klingt sehr skurril und ich weiß gar nicht so richtig, in welche Richtung das jetzt geht. Ich könnte so in unserer Welt spielen. Es ist ja ein Mystery-Thriller, also hat es irgendwie leicht fantastische Elemente, denke ich mal. Geht es in die unheimliche Richtung? Klingt es jedenfalls so ein bisschen. Was hat es mit den Walnüssen auf sich? Ist das auch ein bisschen humoristisch geschrieben? Oder ist das eher ein Psychothriller? Geht es in die Richtung? Das ist also das Buch, was mich nicht losgelassen hat. Ich bin immer wieder darüber gestolpert und auch wenn mir der Klappentext nie so richtig was gesagt hat und ich auch nicht wusste, worauf das hinausläuft und ich weiß es ja jetzt immer noch nicht, aber irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Wahrscheinlich auch, weil das Cover so schön ist, aber auch einfach, weil es so besonders klingt und ich diesen Verlag gerne einfach auch unterstützen wollen würde. Also auch danke dafür, dass das als Rezensionsexemplar bei mir eintrudeln durfte. Ja, guckt auf jeden Fall mal bei dem Verlag vorbei, bei dem Programm. Die haben wirklich viele verschiedene tolle Bücher und ich folge denen auch auf Instagram und da bin ich auch über dieses Buch gestoßen
Und auch dieses Buch, sehe ich gerade, hat ein Lesebändchen. Also wirklich sehr, sehr, ja, und finde, für den Preis ist das eine tolle Aufmachung und eine tolle, tolle Ausstattung. Ja, jetzt setze ich mich mit den Büchern und mit den Heftchen, Katalogen mal in Ruhe hin und blätter die noch mal ein bisschen in Ruhe durch und freue mich darüber, dass das jetzt angekommen ist. So, mein langes Wochenende ist zu Ende und somit auch dieser Lesevlog hier. Ich habe noch ein bisschen in Odins Kind weitergelesen, aber auch nur eins, zwei Kapitel. Hat mir auf jeden Fall weiterhin gut gefallen. Man erfährt, wie gesagt, erst nach und nach immer mehr über diese Welt. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr über die Vergangenheit des Reiches, des Imsland erfahren, über die Kriege, über die bösen Blinden und noch einiges mehr. Aber es bleibt immer noch viel offen und immer noch viele Rätsel, sodass man neugierig weiterlesen möchte. Und ich habe auch schon ein bisschen, weil ich es einfach nicht abwarten konnte, in das Koboldikum hineingelesen. Da habe ich jetzt die ersten drei Geschichten schon gelesen. Zwei davon waren in Verse geschrieben, also mit Reimen auch. Und die haben mir besonders gut gefallen. Die Illustrationen fand ich auch ganz lustig dazu. Die sind irgendwie ja skurril und niedlich zugleich. Und ja, ich bin gespannt auf die weiteren vier Geschichten und werdet euch dazu noch eine Rezension natürlich machen. Aber bisher gefällt mir das Konzept auch sehr gut. Ich werde dann natürlich auch noch ins Hörbuch reinhören, um das auch noch mit zu vergleichen zu können. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hat der Autor das selbst gelesen. Und da bin ich gespannt, ob der gut vorlesen kann. Ja, das war's dann auch für diesen Lesevlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, da kommt jetzt insgesamt was Nettes bei rum. Denn ja, ich habe jetzt viele kleine Schnipselchen und habe jetzt auch wirklich gar nicht so viel gelesen, wie ich eigentlich wollte. Mal gucken, ob ich irgendwann mal wieder einen richtigen Lesemarathon mache. Also wirklich zu schauen, innerhalb einer gewissen Zeit so viel wie möglich zu lesen. Vielleicht mal wieder irgendwie so ein 24-Stunden-Marathon. Aber vielleicht hat euch das jetzt auch schon ein bisschen gefallen und ein bisschen motiviert zu lesen. Das ist ja immer bei so einem Video immer ganz fein, wenn man sich selbst ein bisschen motiviert dabei und Spaß bekommt beim Lesen. Ja, und somit verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche euch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.